Wenn es nicht so traurig und makaber wäre, dann wäre es fast schon lustig, nämlich Chinas Lügen mit Zahlen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Nun ist es so, dass in einer Diktatur manchmal absonderliche Dinge passieren, aber was in China oder mit Chinas Statistiken derzeit passiert, ist nochmal ein Stück weit absonderlicher, nämlich in Sachen Coronavirus. Sie werden es geahnt haben. Schauen Sie sich mal diese beiden Statistiken an. Die obere zeigt die Todeszahlen durch das Coronavirus, wie sie gestern dargestellt wurden. Und das ist die heutige aktuelle Darstellung. Dann sehen wir, dass dieser Balken deutlich tiefer ist als der da oben. Mithin hat man also die gestrigen Todeszahlen nach unten korrigiert und hat jetzt eine Todeszahl wieder von knapp über 120 für den heutigen Tag angegeben. Warum hat man das gemacht? Das ist die große Frage, die ich versuche gleich zu beantworten. Begründet hat man es jedenfalls, und das ist wirklich ein super hartes Stück, indem man gesagt hat, naja, wir haben 108 Tote doppelt gezählt. Wie kann man Tote doppelt zählen? Das ist vielleicht die Frage, passiert mir ständig doppelt gezählte Tote. Ne? Das ist normal, Alltag. Ja? Also das ist schon wahnsinnig absurd. Wahrscheinlich will Chinas Führung hier Folgendes erreichen, nämlich dass die Todesrate ziemlich konstant bei 2,1% bleibt, denn man hatte zuvor einen Anstieg dieser Todesrate auf 2,5%, und man will ja niemanden beunruhigen, schon gar nicht die Chinesen und alle anderen auch nicht. Dementsprechend macht man wahrscheinlich, um diese 2,1% zu bekommen, ein paar Adjustierungen, wie sie die amerikanische Statistikbehörden auch saisonal gerne mal machen, damit man auf eine bestimmte Zahl kommt. Dementsprechend jetzt also sehen wir 2,1% und die Todesrate ist konstant, und wir haben also jetzt rückläufige Zahlen, wie Chinas Führung sagt, in allen anderen Provinzen mit Neuinfektionen. Wer es glaubt, der wird ganz unbedingt selig. Wir dürfen nicht vergessen, da steckt auch viel, viel Leid in dieser ganzen Geschichte. Ich verfolge viele chinesische Twitter-Accounts auf Englisch oder die das Ganze auf Englisch anbieten auch. Und da sieht man schon sehr, sehr krasse Dinge. Millionen von Wanderarbeitern etwa, die in die Städte zurückgekehrt sind nach Neujahr, die leben faktisch auf der Straße, weil sie kein Geld verdienen. Die können sich fast dann auch keine Rückfahrt erlauben. Finanziell, die bekommen keine Wohnung. Das heißt, da ist schon wahnsinnig viel Elend jenseits der Krankheitsgeschichte, auch bei denjenigen, die nicht krank sind. Das darf man nicht vergessen. Und sollte das mal ein bisschen auch kontrastieren mit dem Geschehen an den Finanzmärkten, das ja weitgehend schmerzbefreit ist. Also das ist sozusagen das, was jetzt wirklich ins Auge springt, was hanebüchen ist. Nicht ganz hanebüchen oder nicht ganz so hanebüchen ist das, was in den USA derzeit passiert. Ich habe hier mal einen Vergleich eines Twitter-Kanals der Microsoft-Aktie im Jahr 2000, Dotcom-Bubble und jetzt, und das sieht sehr, sehr ähnlich aus. Da ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben. Man kann auch den Nasdaq 100 zum Beispiel mit der Dotcom-Bubble vergleichen, wie er da performt hat. Dann wäre da auch noch Luft nach oben. Warum geht es nach oben? Nun ja, Sie ahnen es. Easy Money is dominating everything else. Fundamentals are dead. Fundamentales ist tot. Leichtes Geld ist alles, was entscheidet, oder die ultralaxe Geldpolitik, wenn man sich mal anschaut, wer alles schon die Zinsen gesenkt hat. Die Fed 75 Basispunkte, also ein Dreiviertelprozent, die EZB 10, Dänemark 10, Australien 75, Brasilien 225, Russland 175, Indien 135, China 16, Korea 50, Mexiko 125 und so weiter und so fort. Also da ist eine Zinssenkungsorgie der Fall, und wir haben jetzt dann auch die Situation, dass letztlich eben die Fed-Bilanz wieder gestiegen ist auf 4,18 Billionen Dollar. Das ist sozusagen das, was zählt offenkundig für die Märkte. Alles andere zählt nicht. Wir werden sehr, sehr schwache Daten bekommen in den nächsten Monaten durch China. Amerikanische Konzerne, die mit China zu tun haben, vor allem deutsche Konzerne, die mit China zu tun haben. China selbst wird grottige Zahlen produzieren, aber man sagt sich, naja, dann muss die Notenbank irgendwie eingreifen und wird dann Stimulus machen. Schön und gut, aber bis diese ganze Geschichte wieder wirklich sich erholt, das wird sehr, sehr lange dauern. Jedenfalls sagt ein Kumpel von Nassim Taleb, der den Schwarzen Schwan geschrieben hat, nämlich Mark Spitznagel, die Fed hat ein Monster geschaffen, und die Frage ist, wie kann man dieses Monster wieder irgendwie zurückführen? Gar nicht. Dann muss der Koloss taumeln, muss stürzen wahrscheinlich, anders kriegt man die ganze Geschichte nicht mehr hin. Schauen wir uns mal den S&P an, der ist jetzt genauso weit weg von seiner 200-Tageslinie wie im Januar
Oder genau, Januar 2018, danach gab es den Abverkauf. Wahrscheinlich geht aber die Party immer noch weiter, weil wir haben ja die Fed, wir haben beim Nasdaq jetzt die Situation, Nasdaq 100, dass der 400 Punkte über seinem oberen Bollinger Band ist. Wenn Sie sich mal die letzten Jahre anschauen, dann sehen Sie, der Kurs bleibt eigentlich immer innerhalb dieses Bollinger Bands. Jetzt sind wir mal eben entspannte 400 Punkte drüber hinausgelaufen. Amerikas Wirtschaft wird heute im Fokus stehen. Nämlich die Einzelhandelsumsätze, zuletzt in den letzten Monaten immer plus 0,3%. Aber wir sehen das am Jobmarkt hier bei den JOLTS, das sind die Joberöffnungen sozusagen. Da ist ein schwerer Abwärtstrend erkennbar, der größte seit der Finanzkrise. Normal gilt dieser JOLTS-Report so ein bisschen als Frühindikator. Also es kann sein, dass wir trotz sehr guter offizieller US-Arbeitsmarktdaten, trotz sehr niedriger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hier schon die ersten Zeichen haben, dass da möglicherweise Unheil kommt, auch in den USA eine Rezession kommt. Wir sehen heute um 8 Uhr das deutsche BIP. Das wird spannend. Erste Veröffentlichung zuletzt ja das dritte Quartal mit 0,1%. Da hat man dann allerdings das zweite nach unten revidiert auf minus 0,2%. Jetzt wieder 0,1% erwartet. Da wird der Markt genauso drauf schauen wie 14,30 die US-Einzelhandelsumsätze. Das wird auch psychologisch wichtig. Im Dezember waren ja die Industriedaten aus Deutschland geradezu grottig. Industrieaufträge, Industrieproduktion etc. etc. Schauen wir in die Charts. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100. Die Charts von, Sie ahnen es, gestern neues Allzeithoch. Heute Nacht dann ein neues Allzeithoch auf Future-Basis. Nachdem China aufgefallen ist, dass man 108 Tote doppelt gezählt hat. Naja, das kann passieren. Das mögen Algos, Doppelzählung von Toten. Wir sehen hier den S&P 500 3382 und der DAX, der dürfte reinkommen bei 13.759, außerbörslich schon auf der 13.800er Marke nach Doppelzählung von einigen Toten. Schauen wir uns an, wie der Euro performt. Glaube ich, tiefster Stand seit 2017, 2,5 Jahre. 1,0837. Wir sehen Gold, das von dieser Euro-Schwäche bisher überhaupt nicht beeindruckt ist. 1,576. Und wir sehen das amerikanische Crude Oil weitgehend unverändert bei 51,68 Dollar. Die Wall Street denkt sich, naja, wir haben Liquidität. Was kümmert uns das, was da möglicherweise an Folgewirkungen ist? Daran hat sich nichts geändert. Jetzt kommt China mit ein paar lustigen Tricks. Aber die Notenbank in China hat heute nicht agiert. Das könnte vielleicht ein Punkt sein. In dieser Woche ist, wie sich der Vergleich mit den Vorjahren zeigt, normalerweise sind steigende Kurse der Fall. Das ist in dieser Woche auch der Fall. Aber wir haben einige Warnzeichen technisch, die darauf hindeuten, dass je steiler der Anstieg jetzt noch wird, umso größer dann der Preis für diesen Anstieg sein wird. Wir werden sehen. Ich wünsche erstmal einen guten Start in diesen Freitag und sage Servus und Ciao.